Da ist er, Rapido, Le Radonneur, auf Mercedes-Benz-Basis, ein Gebrauchtfahrzeug aus dem Jahr knapp über 2000 mit dem 2,7 Liter Mercedes-Benz-Motor, erster Hand, Checkheft gepflegt und knapp über 100.000 Kilometer. Und der steht zum Verkauf. Mehr Details jetzt im Video. Das ist ein Mercedes-Benz Sprinter Rapido 972M, erste Hand tatsächlich aus Mai 2000. Ja, ein Mercedes-Benz, Scheckheft gepflegt, mit SAT-Anlage, Solaranlage, Navi, Radio, Rückfahrkamera, Markise und Backofen mit 156 PS. Und auch die Hauptuntersuchung ist im Mai 22. Ja, 2,7 Liter Hubraum. Und ja, das Ganze mit 116.000 Kilometer. Also ein Rapido 972M. Er kostet sage und schreibe noch 35.000 Euro, wie er hier steht. Ein voll integrierter. Ja, und hier ist jemand, der sich gut mit dem Fahrzeug auskennt. Stell dich vor. Hallo, ich bin der Alexander. Ja, grüß dich, Alexander. Er steht gut da. Wir haben gerade eben rein, also wir haben mal kurz die Nase reingesteckt. Er riecht super. Er hat wirklich eine ganz tolle Ausstattung mit drin. Und er ist auf Mercedes-Benz Sprinter. Ja, das auf jeden Fall. Also für das Alter steht das Fahrzeug in einem super Zustand hier. Wir gehen nachher mal rein, da sieht man es. Also tipptopp gepflegt. So ist es ja. Rapido gibt es schon sehr, sehr lange. Sie kommen aus Frankreich und ja, hat eine Truma mit eingebaut. Wir schauen uns das Ganze mal komplett an. Im Moment regnet es ein bisschen. Ich habe eine spezielle Konstruktion entwickelt, dass meine Kamera nicht nass wird. Denn den habt ihr in Zahlung genommen, richtig? Genau, den haben wir von einem Kunden in Zahlung genommen und wollen ihn jetzt gerne verkaufen. So ist es. Er hat einen Fahrradheckträger mit drauf. Das Ganze hat auch ganz viele Klappen, die gucken wir uns gleich mal an. Hier ist der Heckträger und hier ist eine Leiter mit dabei, dass man also ganz bequem aufs Dach drauf kann. So sieht das Fahrzeug von hinten aus. Ich zeige es euch gerade mal. Und ja, wir schauen uns mal ein paar Klappen an an der Seite. Es fehlt ihm nichts, er ist dicht. Ja, das auf jeden Fall haben wir einmal komplett geprüft. Da kommt kein Wasser nirgendwo rein. Er ist erste Hand. Ja, genau. Genau, es regnet. Wenn du mal kurz hier aufmachst, da ist die Toilette. Genau, hier haben wir einmal die Toilettenklappe. Einmal ganz normale Tedford Toilettenanlage drin verbaut. So, auch die kriege ich jederzeit nochmal nach, wenn da mal irgendwas dran sein sollte. Genau. Da vorne ist der Tank fürs Wasser, fürs Frischwasser und der Stromanschluss. Genau, hier haben wir einmal Frischwasser zum Nachfüllen, beziehungsweise hier die CE-Kupplung für den Landstrom. So, der Ganze hat sogar noch ein bisschen Patina. Hier vorne sehe ich, hier ist ja von Mercedes-Benz der Original Spriteinlass, der mit drin ist. Er fährt mit Diesel. Er hat eine Fahreraufbautür. Wenn du mal kurz aufmachst, da ist sie. So sieht das aus. Und das ist ein Mercedes-Benz Sprinter mit 2,7 Liter Hubraum. Ja, der hat noch richtig tiefen Hubraum. Auch der Zustand ist wirklich gut. Der ist noch nicht aufbereitet, muss man dazu sagen. Ihr habt den gerade erst reinbekommen. Genau, den haben wir gerade erst reinbekommen. Vor Auslieferung wird er auf jeden Fall noch innen und außen einmal komplett aufbereitet. Komplett aufbereitet. Das heißt, der sieht dann anschließend wieder aus wie gepellt. Aber ich sag mal, das Wichtigste ist, dass die Leute auch mal sehen, wie sieht der aus, wenn ihr den kriegt. Ja, man kann ja, also als Aufbereiter kannst du wahre Wunder machen. Die haben wirklich gut drauf aufgepasst. Ja, also der Vorbesitzer hat auf jeden Fall sehr gut drauf aufgepasst. Hat immer alle Prüfungen ordnungsgemäß gemacht. Scheckheft. Genau, Scheckheft gepflegt, auf jeden Fall. So ist es, ja. Sonst hättet ihr den gar nicht in Zahlung genommen. Drei Scheibenwischer und ja, hier vorne steht er. Ist wirklich ein schönes Fahrzeug. Ja, es fängt immer mehr an zu regnen. Vielleicht zeig mal gerade da vorne, was da drin? Die Heizung? Hier haben wir einmal Gasraum. Gasraum. Zwei 11 Kilo Flaschen, auch ein Duo-Kontrollsystem verbaut. Das heißt, zwei Flaschen werden gleichzeitig angeschlossen. Gut, hier vorne Außengasanschluss. Genau, hier unten haben wir einmal Außengasanschluss und oben drüber einmal ein Wasseranschluss. Oh, das heißt, der hat auch Stadtwasseranschluss. Genau. Gut, das heißt, man kann feststehen mit Wasser. Hier hinten dran ist noch eine große Stauklappe. Genau. Unterm Bett. Unterm Bett. Gucken wir uns gerade mal an. Wir einmal genügend Stauraum. So, wie gesagt, ist noch nicht aufbereitet. Komplett da, wie er hier steht. So sieht er aus. Le Radonneur Rapido. So ist er. Ja, wir gehen mal schnell rein. Es wird immer mehr regnen. Am besten machst du vorne nochmal zu, die Gasklappe. Guck mal, das ist die Aufbautür uns. Dann zeige ich die schon mal in der Zeit. Man kann auch rausschauen. So. Und
Hier unten nochmal eine Stufe mit drin, das ganz einfach habt. Auch die ist elektrisch reinfahrbar. Die Fahrersitze sind drehbar. Und ja, das Fahrzeug ist Anfang 2000er. Aber wenn ich mir das sehe, mit Hubbett mit drin. Genau, also wir können einmal hier vorne das Hubbett ganz leicht entriegeln. Und dann wird das einfach runtergezogen und man hat schönen, angenehmen Schlaf. Wenn du das mal gerade zur Seite machst ein bisschen, dass man sieht, wie groß die Matratze ist. Also circa 1,20 m, 1,30 m. Genau, so 1,20 m Bett. Von der Breite her komplette Fahrzeugbreite. Hier vorne, das haben wir schon mal gezeigt, das ist das Cockpit. Da vorne wird es nochmal verriegelt, dass es nicht runterkommen kann. Ich habe ein ganz großes Fenster oben dran. Ja. Dann habe ich hier eine Dinette. Das heißt, ich kann hier sitzen, habe hier nochmal zwei komplette Gurtpunkte mit drin. Habe einen ganz hochwertigen Electrolux-Kühlschrank. Man muss auch sagen, damals war die Verarbeitung, ja, es war schon noch richtig Handarbeit, muss man sagen. Also wie so aus einem Guss. Wenn du mal kurz aufmachst, den Kühlschrank, jetzt mal reinschauen. Da ist er. Auch der. Alles in einem Top-Zustand. So, ich guck mal gerade hier vorne. Klappen mal bitte auf. So, ich nehme mal an, wie er hier steht, oder? Kriegt derjenige den? Genau, so möchte. Wie er hier steht, kann man es übernehmen. So, man kann natürlich auch die Polster neu beziehen lassen. Also hier sehe ich schon, hier waren immer Schonpolster waren hier drauf. Auch auf dem Fahrersitzen, wahrscheinlich sieht es auch so aus. Hier vorne habe ich eine große Küche mit drin. Also hier einmal komplettes Spülbecken mit Abtropfschale und nebendran einmal ein Dreiflammenkocher. Erste Hand, wirklich? Definitiv erste Hand. Man glaubt es kaum, aber so wie er hier steht. Findet man selten. Unten drunter darf ich mal reingucken. Da habe ich jetzt ein Mülltrennsystem mit drin, habe unten drunter noch ein Fach für viele Flaschen. Ja, damals haben die ein Vermögen gekostet, ein voll integrierter auf Mercedes-Benz-Basis. Hier vorne sieht man auch, das ist die Elektrik. Da genau. Habe ich auch Schalter, richtige Schalter mit drin. Genau, einmal zum Schalten hier separat das gesamte Licht. Die Wasserpumpen beispielsweise für vorne am Spülbecken bzw. im Badbereich. Oben die Ladekontroll-Display-Anzeige von Aufbaubatterie bzw. Fahrerbatterie. Und die Stände vom Wasser. Genau, Füllstände, Frisch- und Abwasser. Ist mit drin. Es geht auch alles, wenn du mal hier oben aufmachst, bitte. Schränke gehen alle. Wie süß. Er hat wirklich, ich glaube, er hat unglaublich Wert gelegt, oder? Auf alles. Wenn du das hier siehst, wie lieb das gemacht ist, alles. Ja, also der Kunde hat sehr viel Wert auf das Fahrzeug gelegt, beziehungsweise auf den Zustand des Fahrzeuges. Hat es auch immer sauber gehalten. Man sieht, es sind keine groben Verschleißteile. Die Kabel sind noch alle tiptop in Form. Und Teppiche, alles da ausgelegt. Ja, hinten habe ich ein großes Bett. Hier vorne habe ich so einen Rollschrank. Was ist das? Genau, hier haben wir einmal einen Rollschrank. Komplett auch noch für Küchenzubehör alles zu verstauen. So, stark ist der Gasbackofen. SMEV, also wer sich da auskennt. Indem du kurz mal aufmachst. Wahrscheinlich sind hier die Brötchen immer gebacken worden. Genau, und dann auch mit Zubehörteilen alles mit dabei, die verschiedenen Schalen. Alles in einem sehr, sehr guten Zustand. So, großes Bett habe ich mit drin. Zusätzlich zu dem Hubbett habe ich noch ein großes Heckbett. Ich schlafe hier längs, was auch vielen wichtig ist. Genau, die Längsbetten werden immer mehr nachgefragt, so wie sie jetzt hier angeordnet sind. Und der Riesenvorteil natürlich, ein sehr, sehr großes und geräumiges Bad. Sag mal. Oh, ein riesen Kleiderschrank. Guck mal. Genau, auch speziell für die Frauen gedacht. Man kann alles schön reinhängen und nichts sieht verwüstet aus. Die gute alte Traumatik. Ja, die heizt vollkommen unproblematisch. Wird ja heute. So, jetzt habe ich ein großes Raumbad mit drin. Genau. Das heißt, hier habe ich dann eine große Dusche im Heck mit drin, einzeln, muss ich nichts umbauen? Nee, also bei dem Fahrzeug ist alles getrennt. Man muss keine Wand umklappen, wie es bei vielen neuen Fahrzeugen der Fall ist. Das ist alles schön sauber getrennt. So, irgendwelche Kinderkrankheiten hat er garantiert nicht mehr, wenn er aus dem Jahr 2001 kommt. Derjenige, der ihn erwirbt, was hat der für eine Garantie bei euch?
Ist das die direkt von erster Hand quasi, also von dem Vorbesitzer? Ja. Gut. So, wenn du mal so lieb bist, das schreibe ich dann noch in den Text mit rein, wie das genau ist, dass wir das haben. Da vorne habe ich dann die Schränke mit drin, wenn du mal so einen Schrank bitte aufmachst. Alles sehr leichtgängig, funktioniert auf Anhieb. Hier oben habe ich noch einen Lüfter elektrisch mit drin, den ich anmachen kann, um ein bisschen zu entlüften. Jetzt ist es nicht notwendig. Ich habe hinten ein Riesenfenster mit drin. Und die Rollos funktionieren gut, wenn du es mal gerade probierst? Die Rollos funktionieren alle super. Ist der einmal wahrscheinlich am meisten. Von hier unten das Verdunklungsrollo und von oben dann das Fliegenschutzrollo, was eingehakt wird. Alles ganz leicht zu verstellen, funktioniert alles einwandfrei. Kein Problem. So, also überall habe ich Schränke. Hier vorne kann ich noch was hinhängen. Dann habe ich hier noch einen großen Schrank. Ja. Töpfe und Co. Kleine Schublade mit drin. Auch da Zubehör mit drin. Und last but not least, der ist geschützt im Moment, der Fernseher. Das heißt, Sat-Anlage drauf. Genau, wir haben einmal eine vollautomatische Sat-Anlage drauf, eben mit dem Fernseher, der auch ausziehbar ist. Das heißt, man kann es von vorne, von den Fahrersitzen ausschauen. Dass man kurz mal rausschwenkst, dass man das mal sieht. Weiß jetzt nicht, wie man es genau macht, aber... Ah ja, okay. So, Standard von Karatec. Einmal von vorne Fernseher schauen. Sehr schön. Also, er wird komplett aufbereitet. Das bedeutet, ich kriege also hier ein Fahrzeug, was gereinigt ist von oben bis unten, von links bis rechts. Das heißt, ihr guckt das Ganze durch, richtig? Genau, also wir säubern und bereiten das gesamte Fahrzeug einmal komplett auf, sowohl innen als auch außen. Und man bekommt das Fahrzeug wie neu vom Band. Ja, wie neu vielleicht nicht. Die Patina, die, ich meine, die hat er ja jetzt mal, dass es hier oben auch mal gelb ist, sag mal, an der Seite. Aber es wird gereinigt so gut, wie es irgendwie geht. Man kriegt allerdings auch einen Mercedes-Benz Sprinter mit dem berühmten 2,7-Liter-Motor mit einer Verarbeitungsqualität, der, ich sag mal, heute der Sache in nichts nachsteht. Er hat ein 5-Gang-Schaltgetriebe mit drin, die Rückfahrkamera hat ein Garmin-Navi noch vorne mit drin. Also ist voll ausgestattet. Wenn du die mal kurz mal drehst, die Sitze einmal, musst du einmal kurz gucken, wie... Ist er. Genau, ticken vor. Auch hier sind Schutzpolster drauf. Kein Problem, oder? Ja, gar kein Problem. Alles sehr leichtgängig. Wie gesagt, durch die Schutzpolster, die Originalpolster in einem Top-Zustand. Also, wenn euch das Fahrzeug interessiert, hier vorne habe ich eine 230-Volt-Steckdose mit drin. Ich habe hier vorne nochmal die Truma-Schalteinheit mit drin. Im Moment haben wir hier 13 Grad bei strömendem Regen. Das Besondere hier ist natürlich das Verdunkelungssystem, was es noch mit drin hat. Das heißt, ich habe sowohl vorne als auch an der Seite ein richtiges Verdunkelungssystem mit drin. Genau, also einmal über diese Druckknöpfe werden die dann gelöst und dann kann man die einmal komplett zuziehen und dann hier hinten eben einrasten. Das gleiche ist auch einmal vorne bzw. an der Seite. Auf der anderen Seite. Eine ganz andere Qualität wie heute, guck mal. Das genau. Ist hier mit Metallschiebern und das Ganze ist dann nochmal beschichtet. Genau. Ist cool. Ja, schön, dass ich das nochmal filmen darf. Vorne habe ich den Tisch, das heißt, man kann auch sogar face-to-face schon sitzen. Das gab es früher schon. Ja, das ist, da hat sich nichts dran geändert. Da kann man sich direkt gegenüber sitzen. Ja, der Tisch ist wahrscheinlich ausziehbar, so wie es aussieht. Guck mal gerade. Der Tisch ist ausziehbar, ja. Da wird einfach hier vorne die Platte rausgezogen. So. Und man hat einen riesen Esstisch. 35.000 Euro, das ist so. Das heißt also, wenn jemand Interesse hat, am besten mal anrufen. Ihr habt die genauen technischen Daten da, erster Hand. Und ja, wer ihn haben möchte, den Rapido. Du hast die Daten da gerade noch von dem Fahrzeug? Gehen wir mal kurz raus. Dann zeigen wir es mal. First come, first serve. Jetzt sind sie ein bisschen aufgeweicht, aber die werden gleich trocknen. Genau, wenn du mal kurz in die Kamera hältst, da steht da der Rapido 972M, erster Hand, Checkheft gepflegt, Sat-Anlage, Solaranlage sogar mit drauf, Navi, Radio, Rückfahrkamera, Markise, Backofen aus 05-2000 mit dem 2,7 Liter Mercedes-Benz Motor, 116.000 Kilometer, ist auch keine Laufleistung für den Motor, also ich glaube, der ist konzipiert für einiges mehr und hier steht er gut im Lack. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sind bei wohnmobile-saarland.de. Und am besten mal googeln, die Rufnummer von euch hast du im Kopf? Die habe ich nicht auswendig im Kopf. Die schreibe ich in den Text mit rein.
Und ansonsten einfach eingeben wohnmobile-saarland.de. Ihr seid ADAC Wohnmobilvermietung, verkauft ganz viele Fahrzeuge, Otrisco und Moveo. Und der kam jetzt einfach mal als Gebrauchter rein. Wir haben übrigens noch einen Monster voll integriert. Hier vorne steht er. Und auch der, den werden wir uns in einem der nächsten Videos nochmal anschauen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.